Der Krieg zieht sich etwas hin. Gesungen von Mitwirkenden des jährlichen Pfingstspektakels in Rothenburg ob der Tauber. Text eines Flugblatts nach 25 Jahren Krieg. Die Häuser sind verbrannt, die Kirchen sind zerstört, die Dörfer sind verheert, der Vorrat ist verzehrt. Man sieht der Länder Trost, die großen Städte verbrennen, die Herrlichkeit des Landes mag keiner mehr erkennen. Durch Krieg, Raub, Mord und Brand wird es zur Wüstenei. Das freie Römisch Reich wird jetzt zur Barbarei. Es war nicht mehr viel zu holen im freien Römischen Reich, um den Krieg zu ernähren. So nahm die Bereitschaft, ihn zu beenden, doch allmählich zu. Kaiser Ferdinand II. Hatte 1635, kurz vor seinem Ableben, in Prag mit den meisten seiner Feinde im Reich Frieden geschlossen. Doch ein Ausgleich mit Frankreich und Schweden war gescheitert. Noch 13 Jahre werden die Diplomaten weiter schachern, um die Besitzstände ihrer Herren zu mehren oder zu verteidigen. Zuletzt auf einem allgemeinen Kongress. Dabei wird es höflich und gesittet zugehen, versteht sich. Während die Armeen mit gleichem Auftrag weiter Land und Leute verheeren. Für das Bündnis mit den protestantischen Ständen und den meisten Landesherren hatte Ferdinand II. Einen hohen Preis bezahlt. Er musste die Rückgabe des säkularisierten Kirchengutes aussetzen. Das Reich wurde nun kriegsführende Partei an der Seite der spanischen und österreichischen Habsburger. Gegen sie standen Schweden, Frankreich und die Niederländische Republik. Und es sah nicht gut aus für das Reich und Ferdinands Nachfolger, Kaiser Ferdinand III. Ab 1639 unternahm die französische Armee und auch die weiter bestehende Weimarische Vorstöße nach Osten. So kehrte nach wenigen Jahren Pause das Kriegselend wieder nach Süddeutschland zurück. In Sachsen, Schlesien und Böhmen stiegen die Todesraten bei den jährlichen Beutezügen und Vorstößen schwedischer Truppen. Es begann, als im April 1639 von Thüringen aus ein schwedisches Korps unter Feldherr Barnaer in Kursachsen einfiel. Das kursächsische Reichsheer versuchte bei Chemnitz die Schwedischen aufzuhalten, wurde dabei aber ziemlich ramponiert. So konnte die Truppe im Sold Schwedens 6 Wochen lang in Böhmenhausen ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Ende Mai stand sie vor Prag. Erschrocken setzten sich der Kaiser, sein Hofstaat, der hohe Klerus und die Habsburger Beamten unter Mitnahme der Wertsachen nach Wien ab. Nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal. Sie hätten bleiben können. Die kaiserliche Garnison wehrte sich heftig und war besser genährt als die Angreifer. Schließlich resignierten die erschöpften Schweden und setzten sich ab. Die Soldateska brauchte mehrere Monate, um sich durch Nordböhmen nach Thüringen durchzuplündern. Die zwangskatholisierten Böhmen hatten sich ihre Befreiung vom Habsburger Joch sicher ganz anders vorgestellt.
Pfarrer Plebanus aus Mielen bei St. Goa beobachtet ab 1636 die Entvölkerung der Gegend und seiner Gemeinde. Die Soldaten haben bei den Bauersleuten übel gehaust und alles Korn mitgenommen und den Hunger desto größer gemacht. Sie haben mit ihren Weibern, Huren und Buben die Frucht in St. Goa verkauft und dann in den Wirtshäusern mit Spielen, Fressen und Saufen sehr dominiert. Wie alle, die kräftig genug waren, war auch Pfarrer Plebanus beim Anmarsch der kaiserlichen Truppen geflohen. Als er zurückkehrte, notierte er entsetzt: Habe niemanden mehr in Mielen antreffen können, außer in zwei Häusern einen Haufen armer, kranker, entstellter Leute, die dem Tod viel ähnlicher waren, denn den Menschen. Etliche waren in ihren Betten von durchziehenden Soldaten übel mit Schlägen traktiert worden. Habe ihnen aber die heilige Kommunion nicht administrieren können, weil kein Wein zu bekommen war. Auch die Hostien oder Abendmahlsbrot, so in der Kirche verborgen, ist von den Soldaten genommen worden. Nachricht, dass wieder Soldaten kommen, habe alles stehen und liegen lassen und mich in großer Furcht mit meiner Frau wieder nach St. Goa gemacht. Unterwegs sah er wenig Lebende und viele Tote. In Ruppertshofen sind alle verstorben. Zuletzt eine Magd und ein Söhnlein, das vom Vater verlassen worden war, sind von den Tieren aufgefressen worden, weil niemand zum Begraben da war. Eine Kuhhirtin hat ihren toten Mann zerschnitten, gekocht und mit ihren Kindern gefressen. Gefragt, ob es geschmeckt hätte, sagte sie, es hätte Salz gefehlt. In diesen Tagen haben sich viele arme, ausgehungerte und vertriebene Leute zwischen Endlichhofen und Reichenberg aufgehalten und sind auch zwei Weiber tot am Weg aufgefunden worden. Es sind auch im Dezember Leute auf dem Weg erfroren und tot geblieben. Eine Frau bei Kesselbach, desgleichen in dieser Gemarkung ein Junge und zwei Männer. In Mainz sind solcher Armen 8 auf der Gasse und vorige Nacht 9 erfroren. Pfarrer Plebanus versuchte mehrfach, nach Mielen zurückzukehren. Aber er fand unterwegs nur verlassene Dörfer oder wurde von Söldnern bedroht. Als er von Verhandlungen in Regensburg erfährt, notiert er hoffnungsvoll: Möge der lang erbetene Friede in unserem lieben Vaterland, der deutschen Nation, mit wohlbegründeter Sicherheit wieder aufgerichtet und eingeführt werden. Aber es gab keine guten Nachrichten. Stattdessen fiel ein von den Franzosen im Elsass dezimiertes kaiserliches Korps in Hessen ein. Pfarrer Plebanus: An allen Orten, so sie hingekommen, haben sie ohne Unterschied nicht kaiserlich, sondern tyrannisch gehandelt. Sie trieben es barbarisch mit Brennen, Rauben, Niederschießen und Würgen der armen Leute. Die Kaiserlichen hausten in Hessen und Nassau, obwohl große Teile des Landes inzwischen Günstlingen, Gläubigern und Verbündeten des Kaisers untertan waren. Die Landgrafschaft Hessen-Kassel und einige andere protestantische Herrschaften waren im Prager Frieden nicht amnestiert worden. Diese Regelung war günstig für den Kaiser, weil der Besitz der sogenannten Rebellen zu seiner Disposition stand. Da Habsburg Verdienste selten mit Barem vergelten konnte, pflegte er seine Gläubiger mit konfiszierten Gütern zu entschädigen. Nutznießer waren die Landgrafen von Hessen-Darmstadt, die sich ihre Neutralität und ihre Parteinahme für den Kaiser belohnen ließen, auf Kosten ihrer Verwandten in Hessen-Kassel. Die Landgräfin Amalie hatte sich als Regentin für ihren Sohn mit Schweden und Frankreich verbündet, um die an Hessen-Darmstadt verlorenen Landesteile zurückzugewinnen. Obwohl es lange nicht gut für Amaliens Sache aussah, konnte ihre kleine Truppe neben der Residenzstadt Kassel auch die Festung Ziegenhain halten. Aber die meisten Untertanen von Hessen-Kassel zahlten ihre Abgaben an kaisertreue fremde Herren. Im Herbst 1640 erlitt die Allianz des Kaisers auch in Hessen militärische Niederlagen. Bei Friedberg schlug die Armee des verstorbenen Bernhard von Weimar unter Oberst Rosen kaiserliche Truppen aus dem Feld. Da die kaiserlichen Verstärkungen erhielten,
zog sich Rosen mit den Weimarischen auf die Festung Ziegenhain zurück. Die Kaiserlichen verfolgten sie. Am 13. November 1640 konnten die Weimarischen bei Traisa einen Angriff der Kaiserlichen unter General Bredau zurückschlagen. Erfolgreicher agierten die Kaiserlichen gegen Zivilisten. Mehrere Dörfer wurden geplündert und angezündet. Oberst Rosen formierte zwei Tage später seine Reihen und französische Verstärkungen in einem Wald bei Ziegenhain, um die Kaiserlichen zur Schlacht zu stellen. Der kaiserliche General von Bredau wohnte in der Nacht vor der Schlacht in Riebelsdorf. Und man weiß sogar wo. Nämlich in diesem Haus. Es gehörte einem Vorfahren von Georg Blumenauer. In diesem Haus hinter uns hat der Generalfeldmarschall die Nacht vor der Schlacht zugebracht. Und der Sage nach hat er auf die Tür geschrieben oder einen Tisch mit Kreide, heute in Born unser Haus und morgen im Weichhaus. Das soll heißen, dass Bredau scharf auf die Festung Ziegenhain war. Er hoffte wohl, dass die hessische Garnison die Bastionen verlassen würde. Tat sie aber nicht. Der Verlust von Ziegenhain hätte für die Landgrafschaft schwerwiegende Folgen gehabt. Dafür erlaubte der Kommandant der Festung den Ziegenhainer Bürgerschützen und ihrem Meister Felten Muli, ihre Künste an den Kaiserlichen zu erproben. Hier stand, gemäß mündlicher Überlieferung, der Bürgerschütze Muli, als sich die Schlacht am 15. November 1640 entwickelte. Der zeitgenössische Bericht im Theatrum. Der von Rosen ging mit anbrechendem Tag zum Angriff vor. Und ist es von Bredau Feldgeschrei gewesen, Sancta Maria und kein Quartier. Will heißen, keine Schonung. Als der Bürgerschütze auf ihn anlegte, soll General von Bredau von hier aus die Seinen kommandiert haben. Noch hoch zu Ross und gut sichtbar. Aber ohne den erflehten Beistand, den der Bürgerschütze traf. Der Chef von der, genau wie jetzt den Schützenverein oder den Bürgerschützen, das war Felten Muli oder Felten Muli, wie es hieß. Und von der Ziegenhainer Festung aus durften keine Soldaten abgezogen werden, um die Festung nicht zu schwächen. Aber der Kommandant hat gesagt, also Bürgerschützen dürfen mitziehen. Und die sind mitgezogen. Und da hieß es immer, es wäre ein Metzger gewesen von Ziegenhain in Riebelsdorf als Metzgergeselle. Und der hätte das ausgekundschaft, wo der Feldmarschall und so von dir bezogen hätte. Und deswegen hätten sie ungefähr gewusst, was da los war. So haben es die Eltern immer erzählt und die Großeltern. Und anderen Morgen, da haben die Bürgerschützen dann immer aufgepasst, wo ist der Feldmarschall und wo hält er sich auf. Und wie er günstig gestanden hat auf seinem Rossen, da hätte vor allem Felten Muli mit seiner Hakenbüchse auf ihn geschossen und hätten genau unterm Arm, er hätte das Schwert hochgehalten, hätten unterm Arm im Panzer in die ungeschützte Stelle getroffen. Das Theatrum erwähnt keine Mitwirkung treffsicherer Zivilisten. Und ob es wohl anfangs sehr hart hielt, so wurde doch dem von Rosen und den Seinigen das Glück gegeben, dass sie den von Bredau und die Seinigen mit tapferer Resolution in die Flucht schlugen. Darüber ist der General von Bredau selbst geblieben. Hat es denn die Schlacht entschieden? Ja, das hat die Schlacht entschieden. Wo der Feldmarschall gefallen ist, dass die Soldaten gesehen haben, er bricht zusammen und so. Und dann sind sie hier runter geflüchtet, Richtung zur Furt über die Grenf. Und da sind von den weimaranischen Truppen sind die Furten bei der Bruchmühle und die Furte am Salmsäuser Weg gesperrt worden. Und die flüchtenden Reiter waren gezwungen, zwischen den Furten durchs Moor auszuweichen und sind dann im Moor stecken geblieben und sind dann aufgerieben worden. Es sind 600 Tote, hat es gegeben. Die Kaiserlichen hatten mehrere Dörfer geplündert und angezündet, um der Landgrafschaft zu schaden und die Garnison aus der Festung zu locken. Was hat denn der Ausgang der Schlacht hier für die Bevölkerung bedeutet? Ja, das erste Mal, dass keine fremden Truppen hier mehr in den Orten lagen und die Dörfer sind nicht mehr verbrannt oder gebrandschatzt worden und auch hatten nicht mehr so hohe Lasten zu tragen. Durch Getreide, durch Essen, durch Quartier und das Vieh wurde mitgenommen. Das war dann ziemlich zu Ende. Die Opfer der kalkulierten Unmenschlichkeit wurden in Dörfern aufgenommen, die heil davongekommen waren. So in Riebelsdorf, wo von Bredau übernachtet hatte.
Die völlig Verarmten wurden aus dem Kirchenkasten der evangelischen Dorfkirche unterstützt. Georg Blumenauer benutzt die Kastenbücher für seine Studien. Woher kamen denn die Einnahmen für den Kasten? Die Kirche hatte in der Gemarkung überall Ländereien. Und die Leute haben das auf 9 Jahre zu Lehen gepachtet und mussten dafür Pacht, also Zins bezahlen oder Pension, wie das hieß, und mussten das an den Kirchenkasten bezahlen. Die Ausgaben des Riebelsdorfer Kirchenkastens geben lapidar Auskunft über das Flüchtlingselend. Ausgab den Armen und Ausländischen. Dann einer Frau aus Trendelburg im Braunschweigischen Land, so vom Kriegsvolk eingeäschert, also ihr Hof oder Haus. Samuel Hoffmann, einem vertriebenen Schulmeister aus Böhmen. Wilhelm Lohmann von Melsungen. Konrad Möhlern, einem Lahmen aus Franken. Einem Weib mit 2 Kindern aus Magdeburg. Hans Gruhe, Lahmen aus Fulda. Enrico Sauern, Studioso aus Marburg. Einem vertriebenen Pfarrherrn aus der Pfalz. Hat von heiligen Zucker in den Trend Vorschrift. Dem pfälzischen Bettelweib so sich all hier aufgehalten. Johann Groseln, einem Vertriebenen aus der Pfalz. Siegfried Thören aus Niederland, dem beide Füße erfroren und abgelöst. 2 Weibern aus Magdeburg, Katrin Felsern, dem Bettelweib. Denen Verbrannten aus Immichenhain. Verbrannt heißt, der Hof ist abgebrannt. Der Hof ist abgebrannt. Und dann sind sie da rumgezogen und haben dann gebettelt, weil sie ja nichts mehr hatten. Wo haben die dann gewohnt? Ja, dann steht auch zwischendurch hier drin, haben sich eine Zeit lang im Dorf aufgehalten. Also sind von einem Dorf zum anderen gezogen und sind dann von den Leuten da auch verköstigt worden. Die waren ganz arm. Das war wirklich, da kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen. Einige nehmen Gift, um den Tod schneller herbeizuführen. So der illustrierte Bericht des englischen Augenzeugen Dr. Vincent. Mit dem realen Elend wuchs auch die Traumatisierung der Menschen. Sie spiegelt sich in den Berichten wider, die der Arzt Gottfried Lammert gesammelt und kompiliert hat. Dr. Lammert. Dem fränkischen Lande wurde auch in diesem 1641. Jahre tiefe Wunden geschlagen, von Schweden geplündert und von bayerischen Truppen hart mitgenommen. Dazu kam eine Krankheit, welche der Menschen gar viele dahinraffte. Es ist kaum begreiflich, wie sich der Krieg in diesen verwüsteten und ausgesogenen Landschaften überhaupt hat erhalten können. Die meisten Bewohner waren gestorben oder ausgewandert. Auch die Oberpfalz und Niederbayern mussten die Kriegsnot schwer empfinden. Von Cham aus entsandten die Schweden Streifparteien auf das platte Land. Noch sind im Volke die Marterqualen in Erinnerung, welche sie auch hier über jene Unglücklichen verhängten, die im Verdacht standen, verborgene Schätze oder Lebensmittel zu besitzen. Schwere Not lastete auch auf Thüringen, nicht allein um Erfurt, sondern auch anderwärts, wo viele arme Leute das Aas auf dem Schindanger holten und verzehrten. Januar 1641, Reichstag in Regensburg. Während die Vertreter der Reichsstände den Kaiser zum friedlichen Ausgleich drängen, untermalen schwedische Kanonen die Dringlichkeit ihrer Anträge. Die schwedische Hauptarmee unter General Banner war turnusmäßig von Thüringen aus nach Süden vorgestoßen und belagerte Regensburg. Kaiser Ferdinand übernahm selbst das Kommando über die Garnison. Aber noch mehr machte den Belagerern der Hunger und das Wetter zu schaffen. Den Schweden blieb nur der Rückzug nach Thüringen. Ihrem Chef Banner ging es schlecht, weil er zu viel soff, wie die meisten seiner Kollegen. Im Mai konnte er nicht mehr und verschied in Halberstadt. In Regensburg konnten die Politiker nun in Ruhe weiter erörtern, welche im Krieg eroberten Territorien, Klöster, Dörfer und Äcker am Ende wem gehören sollten. Die Verhandlungen beim Reichstag hatten die Hoffnung genährt, die Herrschenden würden zur Besinnung kommen. Viele waren soweit.
Vor allem der Kriegskosten wegen drängten die Stände den Kaiser, seine Kriegsziele zu mäßigen. Etwa ein Jahr lang wogte der Streit um die vom Kaiser konfiszierten Güter und eine Amnestie für die sogenannten Rebellen. Aber Kaiser Ferdinand und Maximilian von Bayern weigerten sich beharrlich, auf ihre Kriegsgewinne zu verzichten. Als man sich am Ende 1641 vertagte, war die Enttäuschung im Lande groß. Der Kaiser hatte nur einer Kommission zugestimmt, die einen Friedenskongress vorbereiten sollte. Die Heereslieferanten konnten aufatmen. Ihr Gerät wurde weitergebraucht. Umschlagplätze und Produktionsstätten für Heeresgüter waren vor militärischen Übergriffen geschützt, da die Lieferanten beide Seiten versorgten. Während die allgemeinen Umsätze gelitten hatten, konnten die Handelsstädte mit Rüstungsgütern gute Geschäfte machen. So genossen die großen Messeplätze Neutralität und kamen unbeschädigt durch den Krieg. Kleinere Städte wurden immer wieder besetzt, mussten die Militärs versorgen und zahlten Kontributionen, um verschont zu werden. Verweigerten die Bürger oder die Garnison die Übergabe der Stadt, demonstrierten die Militärs exemplarische Härte. Kam eine Stadt trotzdem davon, erschien es wie ein Wunder. So geschehen während des schwedischen Feldzuges des Jahres 1641. Anfang Januar ließ der weimarische Feldherr von Rosen seine Artillerie auf die Stadt feuern, weil die Bürger sich nicht ergeben wollten. Augenzeugen wollen gesehen haben, wie alsbald Maria über der Stadt einschwebte und die Kugeln eigenhändig abfing. Der holde Anblick habe die Weimarischen bewogen, unverzüglich Reißaus zu nehmen. Sie sind tatsächlich unverrichteter Dinge abgezogen. Warum, teilt von Rosen nicht mit. Ist auch nicht nötig. Ein Würzburger Weihbischof bestätigte alsbald die Einmischung Mariens, Kraft seines Amtes. ...1927 verarbeitete ein fränkischer Poet den Stoff zu einem Heimatspiel, das mit Unterbrechungen seitdem jährlich aufgeführt wird. Der Dichter hat die Ereignisse in den Spätsommer verlegt. Die Münnerstädter feiern das Erntedankfest, wodurch die folgenden protestantischen Gewaltakte noch bösartiger wirken. Plötzlich Aufregung, schreckliche Kunde, die Schweden kommen. Meldung, der Feind ist da und schickt Unterhändler. Unter Androhung von Feuerkugeln verlangt der Schwede die Stadtschlüssel. Der Bürgermeister würde lieber seine Hand opfern, als die Stadttore zu öffnen. Auf den Richtblock seine Hand, als dass dem Feind eher keine Schlüssel reicht. Wir sterben alle mit dir, Bürger der Stadt. Der Schwede ist sprachlos ob der hiesigen Todesbereitschaft. Die Unterhändler ziehen ab und die Zivilisten gehen in die Kirche, um himmlischen Beistand zu erflehen. Die Tochter des Bürgermeisters bleibt zurück. Und auch sie bittet Maria, die Stadt zu beschützen. Es schmettert das Signal. Vom Karlsberg. Dass die Schwedischen weiterzogen, ohne die Stadt zu plündern, war wirklich unbegreiflich. Ein paar Jahre vorher war das protestantische Rotenburg ob der Tauber in höchste Gefahr geraten. Die Rotenburger erinnern alljährlich zu Pfingsten daran. Die Bürger mussten das Schlimmste befürchten, als ein bayerisches Korps zum Sturm auf die Stadt ansetzte. Sie hatten nämlich vorher mit den Schweden paktiert.
und sie ergaben sich rechtzeitig, um nicht auf der Stelle niedergemetzelt zu werden. Die Tore wurden geöffnet und die Bayerischen besetzten die Stadt. Der Chronist Dehner behauptet, der Feldherr Tilly habe über Wohl und Wehe der Bürger befunden. Die Rotenburger hätten ihn angefleht. Um Gnad, ach um Gottes Willen um Gnad. Allerdings belegt keine andere Quelle, dass Tilly je in Rotenburg war. Ein hiesiger Glasermeister hat im 19. Jahrhundert Dehners Geschichte weitergesponnen und die Handlung in den Ratssaal verlegt. Die Bürger bieten die Kinder auf, um den Feldherrn gnädig zu stimmen. Vergeblich. Laut Dehner haben neben dem Flehen 20.000 Reichstaler Tilly zur Milde bewegt. Im Heimatspiel ist es die exorbitante Schluckfähigkeit des Bürgermeisters. Nusch soll einen Humpen mit 3¼ Liter Wein auf einen Zug leeren. Gelingt es ihm, will Tilly Gnade walten lassen. Das protestantische Wunder wirkt. Tilly lässt Gnade walten. Das heißt, es wurde nur geplündert. Chronist Dehner. Sie fingen an, die Häuser mit Gewalt zu erbrechen, alles zu plündern, zu schlagen, sodass ein großes Heulen und Klagen entstanden. Die Leute mit Stößen Geld zu geben genötigt, alles zerschlagen und die Leute auf den Gassen ausgezogen und so weiter. Die Stadt wurde noch mehrfach belagert und besetzt und war am Ende hoch verschuldet. Eingeschleppte Krankheiten dezimierten die Bewohner auch hier. Chronist Dehner. Das Sterben hat 14 Wochen gewährt, sodass viele Häuser auf 30 Jahre leer standen. Anfang 1642, Dehner notiert. Den 22. Mai ist die Sonne ganz wie in Blut zur Ruhe gegangen. Was es anzeigt, wird die Erfahrung bringen. Flugblätter und Zeitungen meldeten 1642 Gefechte, Belagerungen, Durchzüge und Einquartierungen aus vielen Teilen des Reichs. Besonders wüst ging es in Baden, Hessen, Westfalen, Thüringen, Franken, Niedersachsen und Brandenburg zu. Die Gesandten der Kriegsparteien hatten sich in Hamburg darauf geeinigt, im März 1642 mit den Hauptverhandlungen zu beginnen. Mit Frankreich in Münster und mit Schweden in Osnabrück. Aber Kaiser Ferdinand III. Verweigerte die Zustimmung. Er hoffte auf eine Verbesserung der militärischen Lage. Nachdem Banner dahingeschieden war, übernahm Lennart von Torstenson den Oberbefehl über die schwedische Armee. Zum Einstand fiel Torstenson sogleich mit 18.000 Mann in Schlesien über eine kursächsische Armee her. Theatrum? Es wurde berichtet, dass dieses Treffen 5 Stunden lang währte und 6 Regimenter totaliter ruiniert wurden und 1.800 Tote gezählt worden. Anschließend plünderte sich Torstensons Truppe bis Mähren durch. Allein die Bauern leisteten Widerstand, worauf die Schweden zu den üblichen Mitteln griffen. Sie hinterließen auch hier eine Schneise der Verwüstung. Als schwedische Reiter 2 Wegstunden vor Wien gesichtet wurden, fuhr dem Hofstaat und dem Klerus der Schreck in die Glieder. Die hohen Herrschaften rafften erneut ihre Wertsachen zusammen und setzten sich ins Landesinnere ab. Es erwies sich als verfrüht. Im letzten Moment traf ein kaiserliches Entsatzheer ein, worauf die Schweden abzogen und in Sachsen einfielen. Um nunmehr den Kurfürsten Johann Georg von den Vorzügen eines Bruchs mit dem Kaiser zu überzeugen. Ende Oktober 1642 brachten die Schweden ihre Kanonen vor Leipzig in Stellung und eröffneten das Feuer. Als sich jedoch ein kaiserliches Heer näherte, brach Torstenson die Belagerung ab und stellte sich zur Schlacht. Breitenfeld bei Leipzig. Spektakel zur Erinnerung an den Sieg der Schweden unter Gustav Adolf über die Streitkräfte Tillys.
An gleicher Stelle ordnete Torstenson seine Truppen 1642 zur Schlacht. Bei Breitenfeld siegten immer die Schweden. Aus dem Bericht Torstensons: Unser rechter Flügel hat den Feind in großer Furie angegriffen, alsbald in Konfusion gebracht und umringt. Was nicht niedergemacht, wurde gefangen genommen. Das harte Treffen hat an die 3 Stunden gewährt. Des Feindes ganze Infanterie, Artillerie und Bagage, außer was sich von Offizieren zur Flucht salviert, ist also in unsere Hände geraten. 5000 Mann, kursächsische und kaiserliche, blieben auf der Strecke. Worauf Sachsens Kurfürst befand, es sei besser, mit Schweden zu verhandeln. Nachdem aber die Franzosen in Flandern eine spanische Armee aufgerieben hatten, stimmte der Kaiser im Juni 1643 doch den Verhandlungen zu. Ein Sieg der bayerischen Armee bei Tuttlingen über die Franzosen ließ jedoch den Kaiser wieder hoffen. Theatrum: Der Marquisen und Kadetten sind mächtig viele und der gemeinen Soldaten wohl bei 4000 Mann geblieben. Auch ist der französischen Königin Regiment ziemlich fertig gemacht worden. Am 23. November 1644 legten die kaiserlichen Gesandten ihre Forderungen in Osnabrück der Krone Schweden vor. Und in Münster am 4. Dezember der Krone Frankreich. Nach einem halben Jahr war die Rangstellung der Gesandten und die Sitzordnung geregelt. Man ließ sich Zeit und verfolgte das Kriegsgeschehen. Während sich so ein luxuriöser Kongressalltag entfaltete, fielen die Schweden Anfang 1645 erneut in Böhmen ein. Meldung im Theatrum: In Böhmen ist bei Jankau zwischen den kaiserlichen und schwedischen ein hartes und blutiges Treffen vorgefallen. Von den schwedischen sind 3000 auf der Wallstatt geblieben, von den kaiserlichen hingegen an die 8000 Mann. In Wien packten der Klerus und der Hofstaat erneut die Koffer. Aber eine Hungersnot in Böhmen und Mähren zwang die Schweden zum Rückzug. Im Sommer 1645 erlitt die bayerische Armee bei einem Vorstoß der Franzosen schwere Verluste. Theatrum: An die 4000 gemeine Knechte tot, 1500 gefangen auf bayerischer Seite. Auf französischer Seite sind auch 3000 Mann tot geblieben, neben vielen Offizieren, und eine große Menge wurde verwundet. Im August schloss Kurfürst Johann Georg von Sachsen einen Waffenstillstand mit Schweden. Es wurde eng für Kaiser und Reich. In Münster und Osnabrück plauderte man bei Banketten und anderen standesgemäßen Vergnügungen über die neuesten Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. Und so sah es aus, wenn die Herren schacherten. Im Jahr 1646 ging es hauptsächlich um das Elsass und Pommern. Reichsintern gab es noch immer Ärger wegen der Rheinpfalz und Hessen. ...1646 belagern Truppen der Landgräfin Amalie das hessisch-darmstädtische Alsfeld. Die versippten Landesherren führen Krieg um die Landesteile, die Hessen-Kassel an Hessen-Darmstadt verloren hatte. Der Text zu dieser zeitgenössischen Darstellung: Anno 1646 ist Alsfeld von den niederhessischen Völkern belagert worden und mit 12 Stücken beschossen worden. Den 2. und 3. Oktober wurden 150 große Granaten hereingeworfen, das 30 Gebäude verbrannt. Den 5. Oktober, als der 3. Sturm abgeschlagen, hat sich die Stadt durch Akkord ergeben. Worauf die Niederhessischen 24 Stunden Zeit hatten, in die Häuser der Oberhessischen einzudringen und sie ihrer Habe zu berauben. Aus Dr. Lammerts Kompilation: Bayern musste abermals alle Gräuel des Krieges erdulden. Das Land wurde mit Truppen überschwemmt, welche sich der größten Ausschweifungen und Zügellosigkeiten schuldig machten.
Fast täglich wurden Dörfer und Märkte geplündert. Dieser Zeit ist alles zugrunde gegangen und darauf ein großes Sterben gewesen. Die Reichsstadt Weißenburg hatte bis 1647 rund 40 Einquartierungen, Belagerungen oder Plünderungen erlebt und war finanziell ruiniert. Der Rat beschwerte sich beim Kaiser. Wegen Aufzehrung allen Vorrats ist mehr als der dritte Teil der Bürgerschaft aus Hunger, Kummer oder eingerissener Infektion gestorben. 1647 drohte erneute Unbill. In Weißenburg hatte sich wieder einmal eine schwedische Besatzung breitgemacht. Das Flugblatt meldet: Den 8. Januar 1647 ist diese Stadt Weißenburg mit 6000 kaiserlichen und kurbayerischen Völkern belagert worden. Bis zum 16. sind 5000 Schüsse und 400 glühende Kugeln hineingeschossen worden. Bürger, Weiber und Kinder haben sich in die Kirche retiriert und mit Seufzen ihre Seele Gott befohlen und sich zum Sterben bereit gemacht. Auch hier hat der Rat der Stadt später ein Gemälde anfertigen lassen. Dergleichen scharfes Kanonieren ist nicht bald in diesen kontinuierlichen Kriegszeiten gehört worden. Den 20. sind 166 glühende Kugeln eingeschossen worden. 8 Häuser, darunter die Apotheke, sind abgebrannt. Ein Mann und des Müllers Tochter kamen zu Tode. Die Leute sind in großem Jammer, Schrecken und Verzweiflung in der Stadt herumgelaufen. Den 21. hat man 36 glühende Kugeln hineingeschossen. Dabei wurden 50 Häuser ganz zerschossen und 50 zu Brennholz demoliert. Am 23. Januar ergaben sich die Schweden und zogen ab. Chronist Döderlein: Es ging ein ziemlich Plündern an. Während des Kriegs sind der Stadt über 760.000 Gulden Unkosten entstanden. Von vorherigen Glanz Weißenburgs blieb kaum ein Schatten. . 1647 stritten sich die Gesandten weiter über die Kriegs 20 Millionen Reichstaler. Und Frankreich verlangte nun auch noch vom Kaiser, er solle sein Bündnis mit Spanien lösen. Erschrocken ließ Ferdinand protestieren. Das Haus Habsburg wankte. Am 30. Januar 1648 ging der älteste Krieg im Krieg zu Ende. Die Niederländische Republik und Spanien schlossen den Frieden von Münster. Im Mai 1648 waren 30.000 Mann im Solde Schwedens und Frankreichs nach Österreich unterwegs. Bei Augsburg trafen sie auf das letzte Aufgebot des Kaisers und Bayerns. 17. Mai 1648, Theatrum. Man vermeint, dass 1.400 kaiserliche Musketiere mussten Haare lassen. Die kaiserliche Armee kam davon, wenn auch mit Schaden. Aber Ferdinand ordnete an, keine Schlacht mehr zu riskieren. Daraufhin verwüstete das französisch-schwedische Korps bis Oktober planmäßig ganze Landstriche in Bayern, um Kaiser Ferdinand und den Kurfürsten Maximilian zum Nachgeben zu zwingen. Sie drangen bis nach Wasserburg am Inn vor und Maximilian setzte sich samt Hofstaat nach Graz ab. Auch in Wien herrschte wieder helle Aufregung. Doch die dem Kaiser verbliebenen Regimenter konnten ein weiteres Vordringen der Verbündeten verhindern.
Ein schwerer Verlust drohte dem Kaiser in Böhmen, wo im Juli 1648 eine schwedische Armee die Prager Kleinseite eingenommen hatte. Noch verteidigten Söldner, Bürger, niedere Kleriker und Studenten erbittert die Karlsbrücke. Aber der Fall Prags war nur eine Frage der Zeit. Es war soweit. Kaiser Ferdinand wies seine Gesandten an, bei den noch strittigen Fragen nachzugeben. Am 24. Oktober wurde der Westfälische Frieden unterzeichnet. Wo immer die Kunde eintraf, läuteten die Glocken. Mal hatten sich die einen bei Gott für einen Sieg bedankt, mal die anderen. Nun dankten sie ihm alle für den Frieden. Nicht alle. Mindestens 8, vielleicht auch 10 Millionen Menschen hat dieser Krieg das Leben gekostet. Der Pfarrer Daniel Mink. Durch Pestilenz, Teuerung und Hungersnot sind der Leute so wenig im Land geworden, dass unsere Nachkommen es schwerlich glauben werden. Und dann waren da noch die anderen, die zwar nicht ihr Leben verloren hatten, aber alles andere. Und wofür das Ganze? Der Habsburger Besitz im Elsass und andere linksrheinische Reichsgebiete gingen an Frankreich. Dafür behielt Habsburg das Königreich Böhmen. Schweden gewann unter anderem Pommern, das Bistum Bremen und 5 Millionen Reichstaler. Die Rheinpfalz und andere vom Kaiser konfiszierten protestantischen Landesherrschaften gingen an die Vorbesitzer zurück. Für säkularisierte Güter wurde der Besitzstand des Jahres 1624 wiederhergestellt. Eine Entschädigung für die Bauern, die den Krieg ernährt hatten, war nicht vorgesehen. Als die Nachverhandlungen in Nürnberg 1650 abgeschlossen waren, feierten die Bürger mit einem Schützenfest den völlig geschlossenen Reichsfrieden. Er war enorm friedenstiftend, indem er jedem Landesherrn ein stehendes Heer erlaubte.